Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands Pre-Sequel mit dem Kevin von den Ace Apes. Ja, Moinsen! So, wir hängen hier jetzt kurz vor dem Dead Drop und müssen diesen Deadlift platt ballern. Deadlift. Lift, habe ich gesagt. Den Deadlift. Den Deadlift! Ja, das war Deadlift. Ja auch nur von mir. Also, ich soll hier gerade mal. Boah, Moment. Ich hab ein bisschen Angst. Da fällt mir nur ein Check that Booty, Check that. Was? Vor allem, er wird einem angezeigt als Irrer. Ist das geil? Oh, scheiße, ich hab keine Munition mehr. Wir sind ja auch Irrer. Ja, das Munitionsproblem habe ich auch die ganze Zeit. Das ist mega nervig. Ja. Also extrem Munitionsprobleme. Oh, vor allem, die können voll die coole Rolle seitwärts machen. Ja. Hast du eigentlich schon rausgekriegt, wie wir Granaten werfen? Nee. Ey, ich hab schon wieder keine Munition. Was ist denn falsch bei dir? Ja, die Gegner werfen auf jeden Fall. Hier stehen aber auch überall so explosive Fässer, ne? Ja, die musst du das eigentlich ganz gut in die benutzen. Ja, ja, ich weiß, aber es ist leider kein Gegner in der Nähe. Ja, dann lockst du mal dahin, ne? Jo Mai? Was ist denn hier? Oh, hier ist eine Lootkiste. War alles Revolver. Und irgendwie auch sehr. Nimm zwei andere und ich nehm zwei zum Verkaufen. Wollen ja fair aufteilen, ne? Ja. Nicht so wie ich, ich nehm erstmal alles. Mal, alles mein. Oh, warte mal, ich will kurz gucken, ob ich eine bessere hab, weil ich. Wieder findet Nemo. Hä, was ist das denn für einer? Was, wo? Lieferungsbestätiger, kann ich den abschließen? Da oben ist. Okay, den sehe ich zum ersten Mal. Den kannst du aber nicht abschließen, nee, der ist grün. Warum? Keine Ahnung, vielleicht Moment, müssen wir da noch hin. Jetzt will ich. Ach, das ist der. Moment! Das ist. Okay, das ist die andere Quest. Deswegen habe ich die auch nie gemacht, weil ich den Typen nie gesehen habe. Lol. Ja, das ist nämlich der Kumpel hier, siehst du? Ich habe ihn gesehen da oben. Das war echt nur aus Zufall jetzt gerade. Aber da wollen wir jetzt nicht hin, oder? Doch, warum nicht? Nehmen wir uns die EP mit. Was zum Teufel machst du in Deadlifts Territorium, Kammerjäger? Lieferung. Muss ich auch da hoch? Mit dem größten Vergnügen. Sehr gut, jetzt gib ihm das Paket. Hält überall die Kohle rum, ey. Und jetzt, oh Mann. Schwer ab. Er hat das Paket? Cool, jetzt leg ihn um. Der Typ ist ein Arschloch. Was? Ausgezeichnet. Was? Jetzt musst du nur noch die Poster über das ganze Schiff verteilen. Deadlifts Männer werden zwar pausenlos versuchen, dich umzulegen, aber sollen sie ruhig. Was ist falsch bei dir, Springs? Ist doch mega Mensch. Nett von ihr. Ja, voll nett. Voll nett. Mega nett. Wow. Ich geb dir von oben Unterstützung. Ne? Also nicht denken, dass ich nicht da wäre. Ja, ja, ich bin auch oben. Oh, verdammt, die werfende Granate, verdammt. Was, ja, warum können die sowas? Warum können sie sowas nicht? Das, ja, wir können es auch, wir machen es noch nicht. Weil ich noch nicht gefunden habe, wo, und ich bin irgendwie auch zu faul. Der wirft irgendwelche Äxte nach mir. Was ist mit dem Dude los? Ja, das sind die Irren, ne, glaube ich. Ja. Aber diese dieses Schild von mir, ne, wenn ich das werfe, das macht so einen abnormalen Drecksschaden. Ja, am Anfang macht das extrem Schaden. Später, glaube ich, er kommt auch an diese Skills dann. Ich hab's nicht geskillt großartig, weil ich es jetzt nicht wirklich useful fand. Hui, kritisch. Was ich erzählen wollte. Ja, jetzt nur ein bisschen mal. Oder beziehungsweise, das soll. Lol, was soll das denn? Ich werde die ganze Zeit abgeleckt. Ich kann dich abgeleckt. Ich werde abgeleckt. Hui. Ey, du kannst das Schild übrigens frühzeitig werfen, ne? Wenn ich nochmal drauf drücke, oder was? Genau, du musst dich warten, bis es. Okay. Bis es fertig gut hat. Ich weiß aber nicht, ob es dann genau den gleichen Schaden macht oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es früher werfen. Okay, gut zu wissen. Ja. Ja, hast ja auch die Augen zugemacht. So, nochmal auf Wunsch der Marina. Noch cooler wird's aussehen, wenn ich meinen Fuß auf einem Toten bin. Ja. Du kommst okay, nicht dazu. Nee, ich merke das schon. Ich merke das schon. Meine Kunden bekommen, wofür sie bezahlen. Selbst wenn du ihnen dabei das Brustbein mit Kugeln durchsieben musst.
Das ist schlimmer als Reynolds Monday oder generell Adventure, wo die halt die ganze Zeit labern. Ja. Hier ist es ja noch schlimmer. Ja, eine Geschichte erzählen, beziehungsweise etwas, was ich mache, wenn ich einkaufen war. Und zwar, wenn ich einkaufen war, lege ich meine Tüte hier einfach immer nur auch hin, ja, weil ich immer auch irgendein random Shit einkaufe, wie hier ein Energy oder Tafel Schokolade oder whatever, weil ich in dem Moment Bock drauf hatte. So, dann lege ich die Tüte hier hin, räume das Wichtigste raus in die Küche und dann greife ich ab und zu mal neben mir und finde halt in der Tüte eiskalt dann mal ja, den Energy oder die Tafel Schokolade. Und, ja, weil ich halt vergessen habe, dass ich die da liegen habe. Im Ernst? Ja, weil ich bin halt ein vergesslicher Mensch. Du vergisst, dass du sowas kaufst? Ja. Weißt du, das würde bei mir gar nicht lang genug überleben, um dass ich es ja, wieder finden kann. Ich würde sofort aufessen, schon auf dem Weg nach Hause. Okay, aber was? Es ist manchmal echt so schlimm bei mir, weil ich gehe dann immer einkaufen, wenn ich schon mega Hunger habe. Ja, das ist ein Fehler. Ja, und dann kaufe ich immer so viel unnötigen Mist. Und dann denke ich mir immer so, oh ja, dann isst du heute Abend mal dies und morgen Mittag hebst du dir das auf und Arsch lecken. Meistens ist auf dem Weg nach Hause schon alles weg. Ja, gut. Man könnte jetzt denken, du wärst die übelste, fetteste Sau ever. Ja, wer weiß, wer weiß. Ja gut, ich bin oh, ich bin tot. Ja, ich auch. Oh, wir sind, das ist gar wir nicht sind, gut. Wir sind in ein Säurefass reingelaufen. Die haben eine Granate von oben geworfen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt nur eine Chance. In der oh, hier vorne ist einer. Warte. Wo ist er? Toll. Oh, ich treffe dich. Jetzt hast du schon... Nein! Oh, ich lebe. Oh, nice. Jetzt darfst du natürlich den ganzen Weg laufen. Du, das ist nicht schlimm, wenn wir beide sterben. Nur, wir müssen halt beide wieder von dem Spot anfangen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Du ballerst schon mal ein bisschen rum. Wieso wirft der denn jetzt Granate? Hör auf. Meine sagt Eiskalt, du bist wunderschön gestorben. Und hässlich sterben. Wie kann man schön zertrümmern. Ja, da musste ich erstmal peitschen. Macht das eigentlich richtig Schaden, wenn du rumpeitschst? Oder ist das einfach nur so... Ich hab keine Ahnung. Du machst es einfach so. Ja, einfach random die Peitsche. Ich mach's wahrscheinlich einfach nur so. Ja, geh ich auch von aus. Ey, wir müssen diese Plakate anbringen, ne? Ich vergiss das die ganze Zeit hier so. Nur noch ein paar Poster. Nicht sterben jetzt. Was, da oben? Wie kommen wir denn nach oben? Springs, was ist denn falsch bei dir? Furchteinflößend genug. Da hinten war noch irgendwas. Noch mehr sein. Nur noch zwei und das war's. Ich bin dir sehr dankbar. Wenn ich das nicht so zeigen kann, liegt es daran, dass ich monatelang allein in der Wildnis zugebracht habe und fast von Kragans getötet worden wäre. Da hat man wieder die Bestätigung. Oh, ach, da oben. Aber da oben lag noch was. Ich weiß gar nicht, woher du das siehst, wo du die dran machen kannst. Guck mal auf hast du die Quest ausgewählt? Ja. Ja, dann müsstest du oben noch diese Punkte sehen, diese Rauten. Ja. Ja, aber ich habe hier jetzt einen versteckten Echo gefunden, den hören wir uns mal an. Heute hat Athena gelächelt. Anox. Hab Gänsehaut gekriegt. Sie kam gegen 0300 von einer Aufklärungsmission zurück. Sagte, sie habe eine heiße Spur von dieser Jazz, die sie sucht. Ich hab sie bloß an. Ich muss zugeben, ich sehe ziemlich cool aus. Ja, gut, du hast es jetzt unterbrochen. Ja, weil ich ein Plakat wahrscheinlich eigentlich. Ja, das war mir klar, deswegen habe ich gewartet. Ah, es tut mir leid. Ich war gerade so glücklich, dass ich ein Plakat dran gekriegt habe. Achso. Ja, und ich zerstöre direkt wieder alles. Wir gehen jetzt natürlich. Jetzt kommt nämlich diese Frage, die wird jetzt dir beantwortet, ja. Mit den separaten Quests. War, konnten wir jetzt trotzdem. Natürlich müssen wir jetzt die andere Quest wieder auswählen, sonst, ne? So. Achso, wir müssen zum Sprung, Pad. Weg dahin, hole ich mir mal die Lootkiste. Hier ist ein Sturmgewehr. Bitte für aber mich es ist so eine, ja, so eine Dreierschuss-Feuerrate. Muss mal gucken, ob dir das gefällt. Nimm die andere als Tribut. Wenn du es direkt ausrüsten möchtest, musst du eh gedrückt halten, ne? Ja, ja, genau. Also dann wechselt der mal die Waffe, die du gerade hast, ne? Mhm. Macht halt nur Sinn, wenn die andere besser ist. Ja, ja, schon klar. Ich hab das im Eifer. Oh das ja, die schon. Hat ordentlich kabumm. Gefällt mir. Ja, schon oft im Eifer des Gefechts, dass ich dann immer eine bessere Waffe weggeschmissen habe, weil ich die nur so aufnehmen wollte, um halt zum Verkauf was zu haben.
Ich so, nein, bitte nicht, nein. Das ist natürlich bitter. So, gehen wir mal zum Sprungpad, ja. Ich hab das Sprungpad deaktiviert. Nice, Deadlift. Verzeih mir, Sprungpad, war nicht so gemeint. Mist, merkst du, was ich meine? Sieh nach, wo es hakt. Lieb-Pad seine Sprungpads. So, wir müssen jetzt, ja, das war halt so ein mega unnötiger Weg gerade. Irgendwie schon, jetzt müssen wir wieder alles zurück, ja. Ja, da habe ich ja auch nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Ist halt schon mega lange her, wie gesagt, ne? Ich finde es gut, dass du trotzdem so einen Plan hast. Ja, so ein bisschen Plan habe ich jetzt schon, aber... Ich meine, hey, es wird angezeigt. Ja, aber ich bin zu faul zum Lesen. Ja. Ich habe ja den Kevin dabei, der weiß alles, ich renne einfach stur hinterher. Ja, das ist der Vorteil gerade, also, ne? Ich finde das auch sehr entspannt. Wieso hat das nicht geklappt? Oh, die Sicherung ist hin, aber ich habe eine Idee. Du bist die Sicherung. Ja, Marina, du bist die Sicherung. Wenn der Stromkreis zwischen den zwei heißen Drähten schließt, müsste das Sprungpad reaktiviert werden. Och nö. Stell dich zwischen die Britzen Doch. Und Dinger. Klitsch. Aua. Es tut höllisch weh. Ich sterbe. Kill den Typ, dann kannst du nach Concordia. Kann ich hier wieder raus? Ja. Sie bleibt da ganz gestrickt drin stehen, ja. Ein bisschen kribbelig, aber sonst, so. Ja, die Haare stehen halt zu Berge. Dürfen wir eigentlich jetzt Granaten, das will ich jetzt mal wissen. Auf ja, e guck mal. So. Ich soll gucken, ja. Verteidige du mich. So viel Damage gerade bekommen von dem Scheiß, ne? Oh, die werfen Granaten hier hoch. Oh, oh das ist nicht so ganz so nice. Dann werde ich erstmal runter. Haben wir noch Gegner? Nein, haben wir nicht. So. Hä? So, das war dieses Fass. Optionen! Gameplay. War das bei Gameplay? Hier bei Tastatur. Tastenzuweisung. Wo ist denn die Granate? Damm 2 ist es bei mir. Nice. Läuft. Ich glaube, du solltest es wahrscheinlich selber gucken bei dir. Ich probiere jetzt einfach mal Tasten aus. Wahrscheinlich G. Gehe ich mal von aus. Also ich würde es mir auf G legen. Ja, liegen. G ist es. Ja, war klar. G wie Granate. Oh, ja, das ist blöd, ey. Ja gut, auf Englisch wäre es dann wahrscheinlich M wie Nate. Oh Gott, bist du auch so blöd, Scheiße. Was? Was? Meine Skillpunkte. Ja, hast du? Ich hab, das waren die ganze Zeit schon die, so, ja. Muss ich mal ganz kurz gucken. Kills während Showdown verlängern die Dauer des Skills. Mega nice, mach ich. Sprungpads benutzen? Ich durfte nie ein Sprungpad benutzen. Ich habe auch viele Unschuldige sterben sehen. Aber trotzdem, Sprungpads. Ich warte mal hier auf dich. Und hier stehen ganz viele Kisten. Ja, achso, du bist rübergesprungen. Rübersprungen schon, ne? Ja. Ja, ich lasse dir ein bisschen was übrig. Ja, das ist ja nur Dings. Das sind ja keine Lootkisten, oder? Nee, aber trotzdem. Hey, Sprungpads. Ich verstehe den. Hier stehen 6 Kisten. Hier stehen 5 Kisten. Ich hab dir eine übrig gelassen. Hast du? Ja. Ja, das ist egal. Wie gesagt, Munition. Ja, Leben und Geld teilen wir uns. Ob du das. Ob ich. Achso, okay. Ne? Also nur nö, die Waffen och, an och sich. Nö. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Nix. Alles in Ordnung. Oh, das ist so eine richtige Kackscheiße jetzt bestimmt. Hi, Detlef! Deadlift. Der Bosskampf ist gelandet. der benutzt Strom, Marina. Oh, schön. Das haben wir ja gerade schon gesehen, dass das sehr Spaß ist. Was haben wir mit Strom gelernt? Macht Aua. Nee, macht unser Schild putz. Oh. Was der ist Deadlift? Weg ernst? Der heißt Deadlift. Es ist Deadlift. Deadlift. Oh, der ist runtergesprungen, der Trottel. Oh, verdammt! Der Trottel. Wo hab ich gerade eben so Schaden herbekommen? Töte mal bitte. Ja, weil er Strom gemacht hat irgendwo. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, was?
Hat er gerade gesagt, er hat was gegen Vollidioten? Moment mal. Ich weiß es nicht. Just erschreckend. Alter, die Map ist auch einfach so riesig, ne? Ich bin gerade völlig überfordert. Und ist ein Drohne? Ich nicht. Boah, das ist immer so nervig, wenn er den Boden so extrem. Ja. Alter, zieh das ab. Pass auf, dass du die normalen Gegner nicht tötest. Wieso? Ja, wenn wir sterben. Ach so, ja. Sagte sie und hat gerade einen Irren abgeschossen. Ich bin so blöd. Oh, ich bin fast tot. Oh mein Gott, ich habe nur 29 Leben. Ich habe Angst. Ach, da ist er doch. Lädt sein Schild sich auch wieder auf. Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, ich krieg so abnormalen Schaden gerade. Ja, und er schießt halt immer irgendwelche komischen Kugeln. Okay, ich habe keine Munition mehr, weil ich alles schon hier rumgeballert habe. Oh Leute, hier, selbst hier krieg ich Schaden. Oh Leute, ich bin tot. Also nicht tot, sondern hier hinten. Hier hat aber auch keine normalen Gegner. Das ist gerade scheiße. Doch da. Ja, den treffe ich nicht aus der Entfernung. Ich habe ihn getroffen. Gott sei Dank. Ja. Ich bin trotzdem ziemlich low life. Ich auch, ich habe auch nur noch 24 Leben. Oh, und ich habe kaum noch Munition. Aber sein Schild ist down. Ich bin fast tot. Ich finde es blöd, dass wir noch kein Medikit dabei haben, dass wir uns mal so drücken können. Oh wow, die wird... Ah, nice. Was geht da ab hier? Hör auf, die Scheiße hier strommäßig zu machen. Ich brauche irgendwas, um mich aufzuladen, Mann. Detlef, was ist denn bei dir falsch? Ja, Detlef gibt's uns richtig. Jamin. Du hast ihn. Also, ich hab ihn, ja. Nein, ohne Marina hätte ich das nicht geschafft. Nein, hätte er auch nicht. Marina rennt das hier die ganze Zeit rum und macht Kisten auf und Kevin prügelt sie. Was? La 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 la. Ey, das hab ich gesehen. Ich stand direkt da hinten. Dahinter. Alter, schäm dich. Oh, das Medikit brauche ich. Ich hab nur noch 8 Leben. Ja, das kannst du ja nehmen. Weil die kann ich nicht nehmen. So sind die Gegner jetzt alle tot. Warte, nicht wegrennen. Mach ich doch gar nicht. Alles ich guck gut. Doch gerade, ob die Waffen, die ich aufgesammelt habe, dir was bringen könnten. Weil ich ja, bin ja nett. Ja. Boah, Leute, die macht ganze 9 Schaden. Ja, kannst du haben. Danke. Die ist auch scheiße. Kannst du auch haben. Ja, ich habe auch so, nur so. Ja, das waren die beiden, die ich gerade aufgesammelt habe. Oh, warte, ich habe eine, die macht 30 Schaden. Mit Explosivschaden. Ja. Willst du sie haben? Hab's da weiß ich nicht. Will ich ja sehen, ob ich die brauche ja, oder nicht. Liegt neben mir. Ja, schon längst aufgenommen. Ja, meine macht, was macht meine denn? Oh, die sind kacke. Oh, lol. Verdammt. Meiner macht 17 mal 2, also 34 Schaden und ist halt relativ schnell. Ist echt voll gut. Ja, ich hatte Detlef eigentlich schwerer in Erinnerung. Aber kann auch sein, dass ich im Wächtermodus gespielt hatte. Nein, das ist, weil ich dabei war. Ja, genau. Stimmt. Weil du dabei warst. Ja. Hier, du kannst, hier, du wolltest auch in Nostalgie schwärmen, ne? Da. Da, da. Was, wo, wie? Ja, da. Und Klo! Wir haben Klo. Ich bin froh, das zu sehen. Gib's auf. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel. Wir sind Special Infisten. Oh, hier ist, das ist aber scheiße. Oh, hier ist eine ganz gute mit 76 Schaden. Beide da. Wenn die anderen nicht. Hey, du, ich bin Revolver und Sniper. Die Dings, Waffen lasse ich dir. Okay, dann nehme ich die. Die anderen nehme ich einfach zum Verkaufen. So. Detlef, du Detlef. So, was müssen wir jetzt machen? Nee, nicht I. J will ich. Genau, J. Mhm. Karte. Ja, die Karte hilft mir jetzt mal gar nicht mal irgendwie so weiter. Oh, ich habe einen neuen Badass-Rang.
Achso, was war das? In Stich gelassen. Geh zur Mond, Lumi Station, installiere den Schlüssel. Achso, okay, ja, ich weiß wo. So. Abfahrt! Immer dem Kevin hinterher. Immer dem Kevin hinterher. Ja, der kriegt halt so ganz wenig Schaden, aber du machst richtig Schaden. Ja, das ist die neue Waffe. Ja, die ist, ja, ist halt mega, mega nervig. Nice. Mega gut, meine ich. Das sagst du uns sehr früh, Springs. Die mag uns. Ja, ich merk das schon. Nicht so runter, hier ist eine Treppe. Ist mega unnötig. Weil es schneller ist? Guck mal, du guckst. Was machst du denn? Was? Guck mal, hier ist ein Schild. Hier ist eine Waffe. Ja, und was bist du damit? Keine Ahnung. Ich bin OP, ich brauch sowas nicht. Ich bin OP. Da kommen die Ansagen. Ich hasse, dass das Nahkampfding da unten ist. Das macht mich ganz kirre. Ich muss meine kleinen Fingerchen total so über die Tastatur biegen. Kleine Fingerchen, sagte sie und füllt den ganzen Kühlschrank auf und leert ihn. Ja, meine Finger sind einfach schon so fett, dass die mehrere Tasten auf einmal drücken. Deswegen bin ich auch so schlecht. Ja, Leute, der Kraken bleibt hier einfach stehen und lässt sich abschießen. Nice. Misha ist bereit zu töten. Oh, Level up. Ja, ich auch gerade. Er mag ja tot sein, aber irgendwie scheint er zu wissen, was du als nächstes vorhast. Dies ist der letzte Wille von Dahl, Captain Tom Forsen. Deadlift Scavenger stürmen in diesem Augenblick mein Schiff. Möge derjenige, der dieses Echo findet, den Anstand haben, einem Todgeweihten die letzten Wünsche zu erfüllen. Drücken Sie auf nächste Nachricht, wenn Sie dazu bereit sind. Klingt schräg. Yes. Danke. Zuerst muss Colonel Sarpedon von meinem Tod erfahren. Verbinden Sie diesen Echo-Recorder mit einem Sender und übertragen Sie die Nachricht. Was giltst du am Anfang so hoch? Ja, das ist ja verschieden, ne? Du hast andere Skills, ich habe andere Skills. Ja, das ist schon klar, aber gehst du erstmal auf Verteidigung oder voll auf Angriff? Ich habe einen auf Angriff und einen auf, was war das andere? Jedes Mal, wenn du Schaden in Höhe von 15% deiner maximalen Gesundheit erleidest, erhältst du ein paar Packen Ordnung, basierend auf deiner Anzahl von bla bla. Also ich krieg irgendwas und werd geheilt. Also ich krieg irgendwas und werd geheilt. Scheiße. Ja, ich verstehe diese Leute nicht, diese Texte schreiben, anstatt, ja, du kriegst Schaden, weißt du, Digga, und dann machst du so und so und dann hast du hier, kriegst du wieder die Heilung. Ja. Was ist das? Ist da Bescheid? Ja. Wir sind jetzt auch am Ende der Folge angekommen. Wo sind wir schon? Mhm. Auch schon wieder? Ja, schon wieder. Oh, das geht so schnell. Ja, die Zeit geht wirklich sehr schnell rum. Das geht so schnell. Ja, so ist das. Das ist ja wie, Es ist ein Traum. Gut, dann, ja. Verabschieden wir uns hier an diesem Punkt wieder. Wir machen diesmal kein Duell. Ich schieße dich jetzt nicht an. Nein, machen wir nicht. Nein. Gleich gibt es ein Schild geflogen. Scheiße. ja. Die Folge kommt jetzt wieder auf meinem Kanal und die nächste Folge werde ich dann am Ende der Folge zu dem Kanal vom Kevin verlinken, wenn die dann online ist. Und die Kanäle findet ihr auch wieder beide unten in der Beschreibung. Ja, sehr schön gesagt. Finde ich auch. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Alles klar. Ja. Dann, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Das ist nämlich die haben so ein Donut. Ne? Ja. Also zwei Donuts. Es ist ein Angel. Es gibt zu viele Variablen für eine totale Vision der Systeme des Prototyps. Vielleicht muss man.